Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Wolfsfreunde, zu Okami, der HD-Version von Steam. Ja, ohne Umschweife machen wir uns wieder auf den Weg nach draußen in die große, weite Welt. Und gucken mal, ob Gegner respawnen können, dadurch, dass wir das Gebiet betreten und verlassen. Erstens das und zweitens gucken wir, wie wir weiter vorankommen. So. Und hier, Gegner. Respawn. Deswegen verhauen wir sie ordentlich. Um Geld zu kriegen. Weil mehr Geld bedeutet mehr Tierfutter und mehr Tierfutter bedeutet mehr Glück und mehr Glück bedeutet, dass wir stärker werden. Und außerdem gehen die Kämpfe ja nicht so lange. Jo. Ich frage mich halt echt, ob es was bringt, die Gegner vorher zu zerschneiden. Bevor wir in den Kampfmodus gehen. Oder ob es nichts bringt. Ja, hier sind genug Gegner. Und es wird wieder hell. Ja, und da hinten ist ein hübsches Schild, dass da das Dorf Kamiki ist. Und da das Hanatal. Oh, und tagsüber sind auch weniger Gegner da, sehe ich gerade. Ah. Zum Hanatal, okay. Jedenfalls kommt es mir so vor, als ob es weniger Gegner wären. So. Einfach alles zerschneiden. Schön Zähne aufsammeln. Und mehr Geld verdienen. Ja, Shiranui bzw. Amaterasu ist ein sehr geldgieriger Wolf. Nein, eigentlich nicht, aber... Das ist ein JRPG, da ist das einfach normal. Ich meine, kennt man ja aus jedem Final Fantasy. Exzessives Grinden und Geld sammeln. Sich damit bis zum Maximum mit Potions voll klatschen. Und ja, weitermachen. Stärker werden. Mehr Geld sammeln. Und in der Story irgendwann mal voranschreiten, wenn man stark genug ist. Haus des Namenlosen. Ja, gucken wir gleich mal, was das hier für ein Namenloser ist. Und ob wir sein Zeug zerschneiden können. Ah ja, so kommen wir an Tinte. Und ein anderes Essen. Unser Magen ist ja voll. Reden wir erstmal mit ihm. Was ist gerade passiert? Ich war gerade dabei, Holz zu fällen, um mich wie gewöhnlich an der Natur zu erfreuen, als ich auf einmal ein lautes Rumpeln vom See wie von einem Erdbeben hörte. Dann wehte auf einmal ein mächtiger Windstoß aus dem Nichts. Ich weiß nicht, was als nächstes passiert ist, aber als ich wieder zu mir kam, war es so wie jetzt. Meine Kunstwerkstatt war genau auf der anderen Seite des Stroms, aber sie ist verschwunden.
als diese verfluchte Zone hier erschien. Die Erde muss wütend sein. Mann, alles, was ich immer wollte, war ein Eintrag mit der Natur zu leben, aber das geht jetzt nicht. Ich habe einen seltsamen Kauz bemerkt, der vom See nach Kamiki lief. Wie immer das auch ist, weil ich hoffe, Mutter Erde wird ihn beschützen. Was ist mit der Natur bloß los, Kumpel? Willst du die Höhle erforschen? Sie ist der Eingang zu einem Ort, den man Hanatal nennt. Dort gibt es einen unglaublichen Wasserfall, aber die Monster leben jetzt da. Dort gibt es einige spacige Kristallkugeln, die die Pflanzen wachsen lässt. Man würde denken, dass Gärtner schauenweise wegen ihr kämen. Tatsächlich ging vor nicht allzu langer Zeit dieser Sunsano da rein. Das ist seltsam. Normalerweise rennt er davon, wenn er ein Monster sieht. Und er scheint auch nicht der Typ zu sein, der sich mit der Gärtnerei beschäftigt. Auf jeden Fall bedeutet es schlechtes Karma, Mann. Man könnte angegriffen werden, wenn man da reingeht. Ja, wir müssen aber wohl da rein, weil wir Gärtnern lernen müssen. So. Okay, seine Suppe können wir nicht zerhacken. Ja, ist zu schön gewesen. Wir könnten aber weiter Baumstämme hier zerhacken. So, an den Gegnern hat das jetzt hier nichts geändert, dass wir da irgendwo rein sind. Oh. Hallo? Okay, das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht in Bestzeit abschließen. Allein schon, weil meine Tinte alle gegangen ist. Ah, doch. Hab Kirschbäume gekriegt. Also ja, wie gesagt, rosa ist das Beste, was man kriegen kann. Grün dann wohl das Zweitbeste und so weiter. So. Ich hab vergessen, wie man auf die Minimap schaut. Das war die Kamera. Ah. X, V ist die Minimap, okay. Ja gut, wir müssen da rein, um eh den Baum zu heilen. Den zweiten können wir noch nicht heilen. Hanatal, das sieht nicht gerade freundlich einladend aus, aber wir müssen hier durch. Oh, und im Hanatal hätte es auch einen Safe Point gegeben. Na komm, speichern wir mal. Ja, im Hanatal sind die Bäume auch verflucht. Reiseglücksbringer. Schiffsreise vor Gefahren erhöht die Göttlichkeitsstufe um 1. Ist das jetzt ein Gebrauchsgegenstand oder ist das Ausrüstung? Die Stufe meiner Göttlichkeit ist bereits auf Maximum, okay. Ja, ich kann hier leider nichts steigern, weil ich keine Punkte habe. Logbuch, Journal. Geheimnis des Hanatals. Es gibt ja einen Ort, den man Hanatal nennt. Dort gibt es einen unglaublichen Wasserfall, aber die Monster leben jetzt da. Dort gibt es eine spacige Kristallkugel, ja. Gut. Jo, da sind noch mehr von denen. Verdammt viele von denen.
So. So, weg mit dir noch. Alles hier einsammeln. Ah, schon, trotzdem noch Bestwertung gekriegt, okay. Nein, das hat leider nicht ausgereicht, hä? Hä? Wir haben die Monster erledigt. Warum verschwindet dann die Kraft der Götter? Ich schätze, der Fluch auf den Göttern dieses Landes muss wirklich stark sein. Sie können nicht intervenieren, solange wir uns nicht um diese verfluchte Zone gekümmert haben. Ja. So, alles zerhacken. Fisch. Frischer Fisch und wieder Stich für Tiere, die Fisch fressen. Jo. Also alles, was Katze und so ähnlich ist. Ah, das sieht auch ungut aus. Den großen Baum hatte ich eigentlich jetzt nicht im Sinn. Das da sieht ungut aus. Hey, guck dir diesen Baum an. Er bewegt sich. Pass lieber auf. Hast du das gesehen? Er hat mit irgendeiner Frucht nach uns geworfen. Zeig ihm, was eine Hake ist. Versuch die Frucht nach ihm zurückzuschlagen. Male schnell einen Strich, um die Frucht zu treffen. Du weißt schon wie, oder? Ja. So. Guck mal, du hast ihn mit seiner eigenen Frucht betäubt. Lass uns schnell zu diesem Baum vorbeigehen. Solange wir können. Ich kann ihn also nicht zerschneiden. Doch, ich kann ihn zerschneiden. So. Au. Okay, er kann mir aber auch so wehtun, also schnell dran vorbei. Das hier sieht auch nicht gerade gut aus. Aber da sind Äpfel in dem Schädel. So. Futter und alles einsacken. Ah, Susanne ist da vorne mal wieder. Das sieht irgendwie beschmutzt aus. Oh, da kommt der Trommler. Wo versteckt er sich? Da. Oh, das ist sogar ein Boss. Da unten ist nämlich eine Boss-Anzeige. Au. So. Und ja, dafür haben wir nur grün gekriegt, aber ist egal. Was soll der Lärm? Ach, du bist es, du Kläffer. Was machst du hier? Geh nach Hause, ich habe dir bereits gesagt, dass ich keinen Schüler gebrauchen kann. Jedenfalls ist das Hanata kein Ort für einen Hund wie dich. Dort hinten ist mein geheimer Trainingsplatz. Es ist der perfekte Ort, um sich zu verstecken. Ich meine, um zu trainieren. Und jetzt hau ab hinfort mit dir. Ja. Wow, sieh dir mal die Wandmalerei an. Ich habe gehört, dass ein Kristall, der Bäume wachsen lässt, irgendwo hier aufbewahrt werden soll. Aufgrund dieser Malerei würde ich sagen, dass das Gerücht stimmt. Trotzdem, irgendwas stimmt nicht. Findest du nicht auch?
Es fehlt irgendwas auf dieser Malerei. Versuchen wir es mal mit einer Sonne. Jo. Was zum Himmels Willen? Wie ist das passiert? Jetzt kann ich mich verstecken gehen. Ich meine, jetzt kann ich trainieren gehen. Oh, Jesus, Anno. Ja, gut. So, Wandsprung, der hilft immer. Oh. Was für ein seltsamer Ort. Ist das wirklich der geheime Trainingsplatz, den Sunder nur erwähnt? Weil ich schon von ihm spreche, wohin ist der Alte denn überhaupt? Wohin ist der Alte denn überhaupt? Jo. Was steht hier? Heiliger Baumkirschwasserfall. Ich habe hier nirgendwo so etwas wie einen heiligen Baum gesehen. Das da? Was ist denn mit diesem winzigen Sprössling los? Hm. Ich rieche einen schwachen Duft. Als ob Sakuya aus diesem Sprössling käme. Ja, da müssen wir es erstmal irgendwie. Uns ums Wasser kümmern. Hä? Ich wette, es wird etwas passieren, wenn wir das nur hinkriegen. Ich weiß, in diesem Raum liegt ein Geheimnis verborgen. Hm. Was ist denn mit dieser Pfütze los? Sieht ganz schön abgefeiert aus für einen angeblichen Großaltar. Ich wette, hier war früh einmal etwas drauf. Hm. Restauration? Die hilft leider nicht hier. Hilft sie auch nicht. Und ich glaube nicht, dass ich den Wasserfall restaurieren kann. Nö. Ich verstehe, darum ist also ein Altar hier. Er dient zur Verehrung der Sonne, die hier in das Tal hineinscheint. Okay, ja, schön und gut, aber... Ach, da geht's weiter. Na, Susanoo hat natürlich die Tür zugemacht. Da müssen wir uns eben die Tür wieder aufmachen. Und können hier speichern. Ja. Und ja, wir sind hier im Hanatal fast ganz am Ende. Was ist das denn, bitteschön? Knurr. Was nun? Du widerliche Bestie, wie bist du hierher gekommen? Widerliche Bestie? Ein Bär. Du hast ganz schön Mut, in meinen geheimen Trainingsplatz rein zu schleichen. Jetzt wirst du meine neue Geheimtechnik zu spüren bekommen. Deine widerliche Bestie sieht für mich wie ein gewöhnlicher, schläfriger Bär aus, Alter. Genug geredet, meine Klinge verlangt zu kämpfen. Jetzt komme ich, Susanoo Stil Susanoo. Aha, so? Was so? Oh, da war ich zu langsam. Ein weiterer Versuch. Explodierende Implosion Susanoo Stil Susanoo. Ja. So. Oh. Susanoo.
was auch immer das ihm jetzt gebracht hat. Und nun der Susanus-Stil. Explodierende Implosion. Ja. Das wird dir eine Lehre sein, du närrische Bestie. Du bist bei der neuen geheimen Technik nicht gewachsen. Wie Shiranui guckt. Oder Amaterasu, besser gesagt. Hust, hust. Vor allem, wie er mit einem Holzschwert Sachen zerschlagen will. Ruhe in Frieden, widerliche Bestie. Der große Krieger Susanoo verurteilt die Aggression, nicht den Aggressor. Aber es gibt noch weitere Monster, um die ich mich kümmern muss. Ahahaha. Tschüss. Ja.